Ich glaube, die sind ums ganze Haus rum, oder? Nee, hinten sieht es eigentlich okay aus. Ja, also der wollte irgendwie dann auch mit dieser Robotik, keine Ahnung, Zellen kodieren, um sich dann selbst vom AIDS heilen zu können oder was? Auf jeden Fall wollte er irgendwie länger leben. So. Und sie haben ja Mein Später eh hier. die Hauptregel der Robotik haben sie ja quasi außer Kraft gesetzt, beziehungsweise ignoriert, dass nämlich Roboter Menschen ja nicht wehtun können sollten und so. Ja. So, wo wollen wir jetzt? Bunker runter oder wieder zurück und diese Hauptmission hinter dem Vorhang? Der Seuche mit seiner Bumssucht. Moment, Gott, Nebenmission haben wir ja nicht mehr. Nein. Bunkermaden oder hinter dem Vorhang? Ja. Ich würde das Feldzugplan machen, weil der hinter dem Vorhang ist ja dann der Supercomputer schon fast, oder? Ja. Ein von Ulmer Hast 086er. du einen Marker? Ich habe einen gelben Marker hier am Computer liegen, ja. Wofür brauchst du den? Das. Dann in der Nähe von meiner Markierung ist der Bunker. Okay. Da müssen wir um den See drumrum, ne? Natürlich. Türlich, türlich, sicher, Digga. Uiuiui. Danke, Seuche, oder war das das Mu? Nein, das war nicht ich. Ich war gerade auf der Ausnahmsweise. Map. Was heißt denn hier ausnahmsweise? Ja, sonst jagst du immer alles in die Luft, schon, wenn man neben dran steht. Ne, diesmal war ich. Ich habe genau den richtigen erwischt. Ah ja. Sunny? Ja, und jetzt gleich nach dem Sunny rufen, ne? Das sind mir die Liebsten. Ja, wahrscheinlich meinte er sich selbst mit den richtigen erwischt, hä? Ich habe eben nichts abbekommen. Ach, das war eine alte Wunde. Oh, Behemoth hat mit seinen Kollegen das erste Mal bei GTFO das erste Level überlebt. Rechts oder links vorbei ist. Links. Weil Emo links ist genauso gut wie Dreimo rechts. Fällt mir gerade was ein. Ich habe doch vorhin was freigeschaltet. Ah. Und jetzt wieder über Stock und Stein. Ach, das ist doch schon wieder so schön. Und warum stehen da diese zwei Riesenbäume mitten im See? Weil sie können. Aber trotzdem, ist doch so schön. Der kannst du doch gerade Pause machen wieder. Ach, und wenn man auch wieder 70 Frames hat, ist es noch schöner, ne? Dann hat man das Pause machen auch in flüssigem HD. Das war aber ein seltsames Waldgeräusch eben. Oh, Billy hat wieder Als Arbeit. hätte eine Benji in der Ferne ein bisschen Für geheult. Bits? Was für Bits? Nougat-Bits. Bit-Emotes. Die kann man dann nur benutzen, wenn man Bits spendiert oder wie. Oder wenn man Bits kriegt, dann kommen die Emotes. Ja, stimmt, man kann ja bestimmte Emotes nutzen, um die Bits dann rüberzuschieben. Ja. Twitch-Profi Ossel. Will mein Gehirn mir damit sagen, es hat sich schon wieder ganz kurz verabschiedet? Wie? Es hat sich verabschiedet, was jemals. Wenn man genug Bits spendiert, hat man es dauerhaft. Ach so. Das ist cool. Okay. Stellst auf 0 Bits ein, ne? Ach ne, es darf auch ruhig mal 100 Bits oder so sein, ne? Bergrumbjörnen. Der Bärenberg oder was? Okay. Zum Bären. Ob es hier dann auch Bienen gibt? Das Mu mit seiner Ausdauer. Wupp. Entfällt sich immer weiter. Ah ne, jetzt ist er stehen geblieben. Nö. Nö. Oder du läufst einen Hang hoch und da kannst du nicht so schnell. Ich sprinte nicht. Hast den Stein im Stiefel? Ich schon und kommt dir fast nicht nach. Ich lauf normal. Ja, das sieht man, wer gelevelt hat, ne? Ich bin ja froh, dass ich jetzt Bergen hab. Nicht die Stadt aus Norwegen, sondern den Skill. Bum, 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 Da. bum, bum. Ach, och. Der Hier Raureif, muss. der Frost. Jetzt müssen wir irgendwo gucken. Hier irgendwo. Da war eben wieder so ein Geräusch. Muss ein Eingang sein. Üp. Üp. Einfach mal die Abhänge runtergucken. Nicht runterrollen. Ja, irgendwo wird sich was finden lassen, ne? Hier schaut's so aus. Jupp. Komm mal. Dann werde ich wohl auch nachfolgen. Kommandobunker morden. Besser morden als masern. Die will ich nicht. Ich stehe direkt davor. Kannst ja schon mal klopfen. Leuchter. Oh, der Mond ist ja geil. Mhm. Was denn?
Ja, guck mal da aus. Ja. Hat schon was Schickes, oder? Ja. Ich habe schon viele solcher Fotos geschossen in dem Spiel. Dann, wenn der Smoo dann kommt, dann klopfen wir mal an. Ah, das ist Smoo. Solchen Marine, Militärbereichskommandeur. Welchen Bereich kommandierst du denn? Kekse und Kuchen, ne? Alle. Ui, Achtung, großer Raum. Achso, ich dachte ja schon, großes Vieh. Hat mich ja schon gefreut. Na, ach, da wird aber was angezeigt. Also kommt früher oder später was. Nadel Dietrich. Erste Hilfe-Set, wuhu. Ja, die Muni kann auch mit. Dann kommt sie bei Freunden unter in meinem Magazin. So, da gibt's wieder ein paar Wagenladungen unnützer Kram. Ich habe hier die Fahrradwerkstatt gefunden. Schnell was? Jetzt kriegst du Lust, an den Promis rumzuschrauben. Aber pass auf, dass die sich nicht mit den Robos verbünden. Ich halte fest, es ist kaputt. Wir haben die gleiche Okkupation. Vogelbums-Muni. Und das klang wie eine traurige Explosion. Gesichert. Und hier soll man entlang, okay. Hier ist blauer Raum. Das heißt, hier wohnen Jungs. Guter Schuss. Schnell reagiert. Du weißt ja, wenn ich schnell reagiert, dann stirbt als erstes oder so. Und ich will ja weiterspielen. Ach, ich wollte doch. Ah. Geht's euch auch öfter so, dass ihr wolltet doch, und so. So, dann runter mit uns. Ach, wo ist denn jetzt meiner? Ja, hier. Sie sehen die wundertolle Modenschau mit Racer. Sieht aus wie immer. Kann man das Shirt ja gar nicht sehen, wenn die Jacke drüber ist. Ist ja voll gemein. Ich wollte da so eine schöne Klamottenkombi machen, aber das Spiel sagt, nee, das geht so nicht, wenn du eine coole Jacke anhaben willst. Weil die anderen Jacken finde ich nicht cool. Ihr wart da unten schon? Das scheinbar noch nicht. Dann guckt sich jetzt Onky Racer mal hier um. Wir haben erstmal hier Saft draufgegeben. Richtig. Okay. Ich hab erstmal hier Sprung gemacht. Ah, da kommen sie ja. Gut. Hier gibt's genau eine Tür. Hey, steht man nicht unter Gas. Es steht man nicht unter Gas. Oh. Ist das schon mal was? Oh, schon wieder kein Platz mehr. Warum ist jetzt das Licht wieder aus? Ich weiß nicht. Etwas hat den Generator 19 anhalten gebracht. Ah, sie machen Fallen für uns. So. Dann werden wir jetzt mal zurückschießen. Auf wen denn? Hier ist doch gar keiner. Außer wir. Da wird wieder so eine Zecke dran hocken und die hat dann Begleitmannschaft von 20 Stück. Oder so. Wow. Was, eine Turbo-Zecke? Mit integriertem Mixer? Okay. Ich habe auch schon mal besser geschielt. Auf beiden Augen. Gut. Sonny. Das war bestimmt das erste Wort, was das Moo mit seinem Charakter hier gelernt hat. Sonny. Okay. Der bestimmt wieder ein Hello Kitty Pflaster. Granate. Muss jetzt hier einer warten oder wie? Keine Ahnung. Ja, gehen wir einfach nochmal dahin, ne? Gucken, was passiert oder wie. Irgendwo da drüben hin. Ja, hier wahrscheinlich oben. Jo. Ah ja, da hinten ist eine große grüne Tür. Im Gegensatz zur großen roten Tür. Oder der gruseligen Tür aus der Fernsehserie bekannt. Erstmal die blaue untersuchen. Was blau ist, ist meist gequetscht. Ja. Ich glaube, das war ein unbeholfener Paarungsversuch. Deine Schnittstelle passt nicht. So. Was denn? Oh, ich habe eine Hip-Hop-Jacke rot gekriegt. Die hattest du noch nicht. Ich hätte ja gern so eine vorne offene Lederjacke. Aber du hast den anderen blauen Raum ja auch noch nicht untersucht. Hier kriegen wir bestimmt wieder eine Mission.
Warden. Ah, blaue Kiste. We know you're not answering, but hopefully you're still listening. We have pursued the enemy into the forest. Approximately one click northwest of Jurkvarns sawmill. Still no sight of the suspect. Behind! Take cover! Östervik police station. This is duty officer Viggo Pettersson at the IGA factory outside of Östervik. Why are you not answering? We are being shot at. Our emergency alarm triggers aren't working and neither is the radio. We need assistance now, damn it! We've got millions of liters of hazardous materials out here and the wind is easterly. One stray bullet and Östervik could be covered in a goddamn toxic cloud. Do you hear me? This is Emil Sandberg for the news on SR4, November 8th. As we have previously reported this morning, it became evident that several people were killed around the Östertörn area during the night. Police is being restricted with the details, but sources to SR4 confirm that over 10 victims have been found. It is unclear at this point to what extent, if any, these murders are connected. One of the victims was found in the Lillå neighborhood in Östervik, and SR4 talked to one of the neighbors who had been in contact with the police, Fredrik Blom. It's horrible. Ich habe hier was reingelegt. I warned them. I saw the flying metal thing going right over her house last night, you know. I told the police, but they didn't believe me. It's true. You know, Uncle Kalle was right. They did it. It was the damn aliens. Die Aliens waren's. Mhm. Alles klar. Wie immer. Da brauchen wir ganz dringend Giorgio Zucalos. So, was haben wir jetzt noch? Unbekannte Flugobjekte, Gasfabriken hinterm Vorhang. In dem Vorhang sehe ich auch ab und zu unbekannte Flugobjekte. Ach, das andere hier in der Nähe. Die braune 9mm Munition, die sieht sich ja wie Gummibärchen hier. Jetzt obacht, sonst gibt's ein Takedown-Notice von Haribo. So. Okay. Alles nochmal durchladen. So, wir hätten einmal im Süden die Gasfabrik. Mal wetten, am Ende ist ganz Östervik wirklich in der Giftwolke gehüllt. Der spaßig. Wir haben ja hier oben hinter dem Vorhang ja auch noch, gell? Ja, ja. Ja, vielleicht machen wir das zuerst, weil das ist noch auf der vorletzten Insel. Mhm. Also mal wieder zurückspringen, das machen und dann nach unten durcharbeiten. Ja, hätte ich gesagt. Also Kommandobunker Hermelin oder zur Kirche? Geh mal zur Kirche, weil wir wissen nicht, wo man bei dem Kommandobunker rauskommt. Das stimmt auch. Oh, da hat irgendwas noch komische Geräusche gemacht. Ich muss dich mal begrünen. Es klang wie so ein Runner-Robo in der Pubertät oder so. Er hatte seinen ersten Ölwannenunfall, also, ne, ihr wisst schon. Gehen Roboter dann auch an Waschmaschinen? Yay, Kirche, wir sind zurück. Yay, Kirche. Church time. Church time, bloß nicht. Hast du einen Benzinkanister dabei? Diesmal ohne Waffenkiste. Ach, mit einem Dreierflinten-Choke, ja. Das ist so einer, bei dem er schon leicht lacht. So. Eben dachte ich, warum brennt denn der Baum da hinten? War der Mond hinten drin? Dann mache ich mal meinen Weg weg. Seht ihr meinen noch? Ich sehe da hinten eine 3. So, jetzt. Jetzt sehe ich eine 1 da hinten, ja. Ja, und die 1, die habe ich gerade eben gesehen. Wow, kein Schaden gekriegt. Trotz dieses mächtigen Sprunges. Das ist die Racer Power! Der Big Butter Jump. So, also wahrscheinlich sollte ich jetzt keine Munitionsknappheit mehr fürchten, ne? Weil ein Level in Bergen schon, ne? Da gibt's immer ein paar Patronen mehr. Ich hab so viel Munition gelacht. Nee, kann ich noch nicht. Ich hab so viel Munition, dass schon gar nicht weiß, wohin damit. Ja. Aber dann fällt's auch leichter, auch mal welche liegen zu lassen, wenn man Platzprobleme hat, ne? Ich loot momentan so gut wie gar nichts mehr. Das kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren! Weil einfach nur dauervoll sind. Ich hab den Smurber heute noch nichts trinken sehen. Aber es Zeiten einfach gibt, da verschieße ich die Munition wie solche schon gesagt haben, wie Gummibärchen. Mhm. Ja, bei dem einen großen Kampf, den ich letztens im Singleplayer mal hatte, ne, da war das Inventar ziemlich leer, weil über 100 Schuss 243, ja über 2000 Schuss 9mm. Aber ich hab's alle platt gemacht. Aber die Munition hatte ich auch recht schnell wieder, weil die 9mm, die braune, die kriegst du auch irgendwann nachgeschmissen. Ist es alles schon kaputt? Nur ich nicht, die gibt bei mir schon wieder alle. Ja, also ich krieg die ständig, so dass ich die eigentlich fast kaum wegverfeuern kann komplett.
Ach, okay, Moment, da ging's runter, oder? Ja, rechts rum. Wer hat da durchgeladen? Ich. Sehr gut, immer schön auf die eigene Flinte achten. Komische Geräusche. Da unten brennt was, solche. Waren wir hier schon mal? Ja. Hast du da wieder Unfug gemacht? Wir. Ja. Die FOA-Anlage war mal da wirklich schon mal? Ja. Was? Ach, das war. Ist ja, wo der Große zwischendrin rumgestolpert ist. Ja, klar. Ist doch alles offen hier. Dann gibt's hier wahrscheinlich auch keinen neuen Loot. Ah, oh, vielleicht neue Gegner. Ja. Beppo-Cola. Beppo-Cola, nicht der Beppo. Beppo fände ich lustiger. Aber heißt Beppo, weil sie halt so klebt, ne? Ah, stimmt. You are still here. Hä? I did not expect that. Should I fear you or be proud of you? In a way, I created you. Ja, ja, wir kämpfen jetzt nur so, weil du uns dazu gezwungen hast und so, ne? Warum geht das nicht auf? Scheiße. I meant to destroy you, of course. Oh Gott. I already had all the power I needed. But you survived. And you changed. Oh, da geht's so weit runter. From the water someone new. Aber ich weiß nicht, das fühlt sich so ein bisschen wie Endgame an, ne? Aber kann's ja noch nicht sein. Wir müssen bestimmt noch die Atombombe da starten später oder so. Oh. I too have changed. Klo. I have matured. Manchmal ist da was drin. I want wenn's nur ein Häufchen different things. Oh. When I first emerged, sieht hier richtig sauber aus. All the things closest to me. I grabbed them, squeezed them, tested them. Like a child. Redet der von Brüsten? Ja, okay. Ja, okay, würdest du Brüste wie ein Kind drücken? Nein, aber ja, man muss halt vorsichtig drücken. Ach, hier ist ein Besprechungsraum. Always put ethics first, ever since our first research project together ages ago. And even in this job where we had to accept certain external decisions at times. But this is different. And to be honest, this procedure could oh, ich hab da was gefunden. You probably guessed that my reasons were also partly selfish. Warte, bevor das nicht abgespielt ist. You will find all the answers at my house. Anyway, if this pneumonia finally wins, then I want you to remember why you and I accepted this research project in the first place. And I want you to do just that. To understand how the brain works and help people with mental illness. Oh, there you are. Okay, we're ready to start then. Also da ist bestimmt der Computer, gegen den wir kämpfen, oder was? Oder mit ihm verbunden. Diskette. Eine Diskette aus dem Büro von Veronika mit den folgenden Protokolleinträgen. Willkürliche Anmerkung 147. Ich habe endlich mein Betriebssystem auf dem Gray zum Laufen gebracht. Ich glaube, ich sollte mich bei den Jungs von 56 dafür bedanken, dass sie mir geholfen haben, Holberg davon zu überzeugen, dass mein System den alten DNIX überlegen ist. Ich bin nur sauer, dass es wieder einen männlichen Computeringenieur gebraucht hat, um dem Oberkommando davon zu überzeugen. Ich habe ihnen erzählt, dass Sphinx für FOAs Unix-Systeme steht. Vielleicht sollte ich ihnen sagen, wofür das F wirklich steht. Morgen findet der erste Test mit neuraler Datenerhebung statt. Sehr aufregend. Naja. Ja. Und wofür steht das F jetzt? Ach, hier ist auch schon was aufgegangen. Da liegt ja auch was drin. Ja, im Nebenzimmer, genau, da war noch was in der Ecke. Das habe ich gerade aufgehoben, aber es war anscheinend dieses Mut und Kraft. Und ich habe die Diskette jetzt gerade mal eingesteckt. Ach, erinnert ihr euch noch an diese IT-Steinzeit? So. Now, I want things furthest from me. Das ist wieder ein Klo? Nee. Out of my reach.
Maybe you are one of those things. Hm. Zwante von Ulmers. Also hier sind kleine Zellen. Ui. Here it is. My birthplace. Okay. But he is not here. I am not here. And now you should leave. I know why it is you came here. I know what it is you carry. Also doch Tierversuche, so wie das hier aussieht. Also wie es da drüben aussieht, eher Menschenversuche auf der anderen Seite. Ja, die werden das alles wahrscheinlich miteinander verbunden haben irgendwie. Aber jetzt sind gerade die Lichter ausgegangen, warum? Ja. Ich schläg mal die Bombe. Bombe? Ach so, um das in die Luft zu jagen. Ja, mach das mal. They told you it was a weapon. And a weapon it is. But not like you think. They have used you because they fear me. They fear coming near me. As if I was a disease. So they sent you instead. They sent you to your death and not mine. You should not be killed by them. Leave. Quickly. Leave quickly. Quickly? Oh ja, wenn er das meint, ne? Nix wie raus hier, Leute. Aber rennen wir jetzt wegen der Bombe oder weil jemand hinter uns her ist? Jörgs. Ui. Jetzt aber schnell, hier wackelt alles. Ein bisschen zu arg, finde ich sogar. Und dunkel geworden. Ladebildschirm? Was? Nee, oder? Nee. Wir sind doch noch gar nicht fertig mit allem. Was? War das tatsächlich die Endgame? Das kam mir jetzt irgendwie ein bisschen gehetzt vor. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass das auf der vorletzten Insel, also vorletzten Abschnitt der Insel ist. Ja, vor allem, da gibt's da noch viel mehr. Ich meine, ich hoffe, wir können da direkt weitermachen, aber... Ja, ich denke mal schon. Ich meine, das kommt mir jetzt wirklich so vor, als fehlt da zwischendrin noch einiges, ne? Ja. Weil auf einmal findest du die Aufzeichnungen von dem, dass er halt krank war und dass sie eine Operation machen wollten und so weiter und so fort, ne? Und dann, was? Auf einmal ist alles okay. Komisch. Da wollen wir zu langsam beim Abhauen. Das kann doch gar nicht sein, dass der Razor zu langsam wäre. Ich meine, wir haben ja so lange gewartet, bis der Text fertig war. Und da muss das Spiel ja selbst auch merken, dass vielleicht die Leute dann erst losrennen oder so. Okay, ich meine, lassen wir die Dings hier, die Credits mal durchlaufen. Wir lassen mal die Credits durchlaufen, ja. Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Ja, ich weiß es. Ob wir gewonnen haben, ist so die Frage. Wir sind eher hops gegangen. Weil auf der Militärbasis, da gab es doch noch... Also ich dachte ja immer, dass da noch ein Raketensilo ist und so. Was? Und die Bombe, das war jetzt das Gerät, das wir aus seinem Haus da geholt haben, ne? Oder nee, wie? Das war das aus dem Fischerboot von den Rosen. Ah ja, stimmt, genau. Das war diese russische EMP. Okay. Von wegen EMP, ne? Mhm. Ich meine, es gab ein Achievement. Aber muss ich jetzt gerade mal gucken, was bedeutet das? Rise of the Phoenix. Complete the main mission behind the curtain. Es kann ja aber auch nur eine Hauptmission sein. Vielleicht gibt's ja noch eine. Ja, wir hatten das Bunkersystem ja noch nicht ganz gehabt. Ja, zum Beispiel. Ja, dann hat noch zwei andere Hauptmissionen. Mhm. Hoffentlich geht da ein bisschen mehr. Ja, die werden wir auf jeden Fall noch weitermachen und ich will die anderen Inseln ja auch sehen. Ja. Linus Blomberg. Kim Holve. Und natürlich auch die Hauptstadt. Ja, stimmt, da müsste es ja eigentlich noch richtig was zu sehen geben. Weil es gibt ja so viele Landstriche, in denen waren wir vielleicht ansatzweise mal kurz drin oder noch gar nicht. Richtig. Jetzt einfach hier schwarzen Bildschirm und weiße Schrift, naja. Ja, vor allem dieses urplötzliche Ende. Mhm. Auf einmal urplötzlich, ja. Ja. Ich hätte gedacht, dass es da vielleicht dann auch noch so eine richtige Auflösung und alles gibt. Ne? So, dass man ein bisschen näher dran gebracht wird noch an die ganze Sache. Beobot schreibt GG. Weißt du, da wäre zum Beispiel für eine Videosequenz oder irgendwas Interaktives wäre da noch voll Platz gewesen. Was hat hier geschossen? Da schießt schon wieder was. Hä? Achtung, aufstehen! Die schießen hier rein. Was? Ich bin auf einmal tot am Boden gelegen. Ich habe mir die Credits nicht bis zum Ende ansehen können. Okay. Das ist gemein. Bei mir laufen die Credits noch. Hey Dad, finally got your name in the credits of a game.
Du Indian Skittles verbiegen der besten Fluffy Friends. Ja, jetzt hat's mich auch gerissen. Ja, das war ein bisschen ungünstig gelöst. Wieso kann ich Smooth mich aufheben? Smooth, drück Enter, ich kann dich nicht aufheben. Ich kann ihn aufheben. Nee, mich konnte man nicht mehr aufheben. Ihr scheiß Credits-Unterbrecher! Radical! So, warum habt ihr hier jetzt auf uns gewartet, hä? Ist ja voll gemein. Kannst du dir nicht mal die Credits fertig angucken? Also, Avalanche, wisst ihr, wo ihr wieder dringend nachbessern müsst? Es war ein bisschen schnell und scheiße. Ich hätte doch ein bisschen gern interaktiv und so. Wuhu! Ich glaube, das wird wieder ein lustiger Kampf. Ganz, ganz lustig. Muni leer. Dann wechselt doch automatisch auf den nächsten Typ. Mein Gott. Am Arsch! Da, da ist mich schon wieder zerlegt. Schinken dafür. Oh, der ist zu weit weg! Danke. Okay, die achten wieder mehr auf euch als auf mich. Ich kann wieder um die rumrennen, als wäre nichts. Ja. Boah. Oh, jetzt reagieren sie auf mich. Na gut, schießt nur weiter so. Ja, nicht alles okay, wenn ihr weiter schießt, so schlecht. Ich hatte nur noch eben noch einen Wuffel geehrt. Also langsam wird's lächerlich mit diesen Dingen. Vor allem, es ist ja schön, dass man Ort teleportiert wird, außerhalb dieser Anlage. Ja, aber dann mit den Viechern direkt aus. Dann sollte man erstmal in den Gottenmodus kommen. Oder so, ja, damit man sich halt wirklich die Credits angucken kann. Ich meine, das sind sie selbst schuld, wenn sie jetzt nicht zu sehen sind, so. Richtig. Hol Spitz, Muni, was will ich denn damit? Ich bin selber hohl und manchmal spitz. Manchmal schlage ich auch in Wände ein, oder wie? Wo sind wir denn jetzt auf der Map? Map heißt Karte, ich bin... Wir sind immer noch bei der FO-Anlage. Ah ja, an der einen Ecke. Ja. Ah ja. Ja, dann reisen wir mal, hätte ich gesagt, zum... zum Unterschlupfkirche von Ebley. Genau, Kommandopunkt am Ende. Haben wir es nicht so weit zu Mutkraft C. Ich gehöre zu der anderen Hauptmission. Mhm. Ja, und vor allem, wir sind erstmal weg von diesem Spawn. Da spawnen die ja wirklich bis zum Umfallen. Ja, jetzt Kirche Ebley oder zum Kommandobunker runter? Erstmal Kirche Ebley. Okay. Ich finde es ja toll, dass ihr das Ebley nennt. Ebley. Albi. Albi. Mokai, weil das erstmal hallo. Und, hallo Mokai. Hi Mokai. Warum, seit wann erwartet man bei einem Shooter eine intensive Story? Also, es gibt viele, Schule, die haben das hingekriegt, aber... Ja, vor allen Dingen bei das hier, das ist ja... Shooter, naja. Survival Simulation mit Betonung auf Action. Oder so. Ja, sowas nah. Sowas nah. Nee, auf alle Fälle, bei dem ist ja hauptsächlich Story drin eigentlich, warum du überhaupt um dein Überleben hier kämpfen musst. Alles böse Rowenta-Geräte, Aufstand probt! Und dann so ein abruptes Ende, das ist doch schon ein bisschen... Nee. Ja, das hätte schöner sein können, wesentlich. Ja. Ich meine, vielleicht kriegen wir ja noch was mit, wenn wir jetzt hier dann, uns dann noch den Rest angucken. Ja, Billy sagt, Modern Warfare 2 hatte eine gute Story. Oh ja, Bioshock war gut. So, aber ich würde mich jetzt langsam hier verabschieden. Jo. Guck mal, wo ich die ganze Molde noch hinschicke. Ich werde mich dann auch verabschieden, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt gesund! Mindestens, ja. Vor allem in der heutigen Zeit. Euer schöner Tiger! So. Tschüss! Tschüss, ja, tschüss. Ich wollte es nur zur Sicherheit nochmal sagen. Wer ein unfertiges Ende von einem Spiel gesehen hat, macht Ja, da würde ich mal sagen, das war mal nix. Aber fangen wir mal von vorne an. Am Anfang der Folge haben wir ja in dem Bunker dann noch ein bisschen Tonmaterial gefunden, das auch gezeigt hat, wie da am Anfang die Polizei dann quasi so die Meldung gemacht hat, dass Wolf Hein Kontakt hatten.
Allerdings Notruf und so weiter, das hat alles nicht funktioniert. Also die Walkie-Talkies und so waren wohl halbwegs tot. Und bei dem Telefonanruf haben wir dann halt nur mitgekriegt, dass sie wohl in Richtung des Bunkers raussprechen konnten, die aber nicht antworten konnten. Also so habe ich mir das halbwegs zusammengereimt. Und da war auch so ein Nachrichteneintrag von wegen, sie hätten schon 10 Leichen gefunden. Und der eine hat gemeint, das sind ganz klar die Aliens. Ja, nee. Das waren halt nur die Roboter, also nur in Anführungsstrichen. Ja, dann haben wir noch erfahren, dass der von Ulmer wohl eine Lungenentzündung hatte. Und Lungenentzündung und AIDS zusammen ist nicht sehr gut, vor allem, wenn man noch keine halbwegs wirksame Medikation dagegen hat. Und deswegen hat er sich wohl der Prozedur der Computerisierung unterzogen. Einfach um sein Leben zu verlängern auf irgendeine Art und Weise. Jetzt hat er allerdings gesagt, die haben uns geschickt, weil sie vor ihm Angst hätten. Also er ist ja wohl jetzt der FNIX, also der Phoenix. Und wir hatten da in der Basis ja auch gesehen, da war ja so ein Computerisierungstisch, nenne ich es mal. Also ihr kennt es ja schon mit den Elektroden und dieser Haube, die man dann auf der Birne hat und so. Also da hat wohl auch die Operation stattgefunden. Und er wollte aber, dass wir hier nicht sterben, weil er uns irgendwie so nach seiner Meinung nach geschaffen hat. Weil wir nur durch diesen Vorfall und diese Auseinandersetzung halt eben zu denen geworden sind, die wir jetzt am Endgame waren. Also da wäre noch einiges storytechnisch aufzudröseln, entweder wenn wir halt jetzt noch ein bisschen weiterspielen oder halt in den DLCs, das weiß ich nicht genau. Und das Ende, ihr habt ja gesehen, das war irgendwie urplötzlich, das ist irgendwie gar nichts. Also da hätten wir sowohl optisch als auch interaktiv und storytechnisch mit einem Video oder so, hätten wir da vielleicht mehr rausholen können. Und ganz ehrlich, ich hätte mir auch einen ordentlichen Bossfight gewünscht mit einem Roboter, den man vielleicht so als Typ draußen in der Welt sonst gar nicht trifft. Allerdings, das Spiel hat ja noch zahlreiche, noch unzählige Patches gekriegt, auch nach Release, die dann auch sich nicht nur auf die DLCs beziehen, sondern auch das Hauptspiel erweitern, wie Basenbau und so weiter und der ganze Kram, ne? Oder auch ziemlich große Überarbeitung von Regionen, in denen wir ja in unserem Let's Play jetzt schon mal waren. Also ich kann nur hoffen, dass sie das heute verändert haben. Weil dieses Ende, das ist gar nichts, vor allem wenn du dann beschossen wirst, während du dir die Outro-Credits anguckst, ne? Die willst du ja als Let's Player und Streamer ja auch zeigen. Und dann bist du weder in der sicheren Gegend, noch wird drauf geachtet, ob da Feinde in der Nähe sind oder ob man die Spiel-KI halt einfach mal kurz pausiert. Also wenigstens das hätte eigentlich drin sein müssen. Finde ich ein bisschen schade. Ich schätze mal, da hat irgendwo irgendwer Druck gemacht und hat gesagt, hey komm, wir müssen das als Release rausbringen, ne? Obwohl es ja gefühlt dann immer noch an vielen Stellen Early Access war. Also wenn man wirklich mal vergleicht, was sich da alles noch getan hat nach dem ersten Release, das ist ziemlich heftig. Neues Inventarsystem, Crafting und. Aber wie gesagt, wir machen auch noch ein bisschen weiter. Vielleicht möchtet ihr dann wieder mit dabei sein. Ich sag mal vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.